Zombie Apocalypse. Willkommen zusammen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Brick Riggs. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So, ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ja, liebe Freunde, also ihr seht, ich bin wieder zurück im Brick Riggs, im sozusagenen Lego-Spiel. Und heute, seht ihr auch schon am Titel oder sogar auch am Thumbnail, möchte ich gerne eine Feuerwehr aufbauen. Natürlich auch im absoluten Lego-Style und die Blocksteine müssen heute wirklich gestapelt werden. Ach nee, warte mal, wir müssen eigentlich gar nichts mehr bauen, denn eigentlich steht auch schon alles bereit hinter mir. Ja, guck mal, also was wir hier alles haben, ist ja wirklich richtig, richtig fancy. Das ist ja mega, mega schön anzusehen. Wir haben sogar hier schon unsere eigene Feuerwache. Guck mal hier. Sogar mit Spinden, mit Einsatzklamotten und so weiter, mit einer großen Fahrzeughalle. Wir können natürlich auch hochgehen, ja, in die Leitstelle. Das gibt's alles hier zu sehen in dieser wunderschönen Feuerwache. Bevor ich das aber mache, apropos umziehen, werden wir uns erstmal hier unsere Klamotten anziehen und rüber erstmal zur Feuerwehr gehen. Und so sieht's ungefähr dann aus. Brick Riggs Fire Department, das ist sozusagen unser Skin. Mit denen können wir heute hier sehr viel erreichen und wir gehen erstmal hoch mit unseren Feuerwehreinsatzklamotten und schauen uns erstmal so ein bisschen die Feuerwache an. Also wir haben erstmal hier eine schöne Küche, die Arbeitsfläche gefällt mir richtig gut, also wow, mega cool. Dann haben wir hier einen Ofen, sieht so ein bisschen aus wie irgendwie so ein Krümelmonster, ne? Sieht auch so ein bisschen aus wie Augen, sehr cool, das ist der Ofen. Dann haben wir hier einen Flatscreen, riesengroßen Tisch, riesengroße Trinkbecher, dann eine schöne Bank. Schöne Sitzmöglichkeiten haben wir hier. Und dafür so eine kleine Küche, Mensch. Die müsste viel größer sein. So, was haben wir hier hinten? Hier ist erstmal Zutritt nur für 187. Alles klar. Verstehe. Dann haben wir hier einen Technikraum. Also alles Mögliche an Ausrüstungsgegenständen haben wir hier liegen. Hier ist auch wieder der wunderbare Käse. Das sind sozusagen die Schläuche, die hier drin sind. Hier kann man als Passagier mitfahren und sich die komplette Feuerwache einmal anschauen. Auch mega cool. Und dann haben wir eigentlich noch eine schöne Sache. Wir gehen mal ganz kurz hier hinten hin. Ach, hier hinten war das. Hier, das ist die wunderbare Terrasse. Mega cool, ne? Also richtig schöne Aussicht auch. Kann man wirklich genießen. Hier die einzelnen Gebäude, die stehen, die einzelnen Berge, die man sehen kann. Das geht eigentlich links rum um die ganze Feuerwache. Ist eigentlich auch gar nicht so viel hier. Wir sind hier nämlich auf einer Rennstrecke eigentlich. Und hier steht die Feuerwache. In meinem Sinne jetzt hier, in diesem Video. Und die Leitstelle müsste dann hier hinter sein, glaube ich, da kommt man nicht rein. Da können wir auf jeden Fall nicht durchgehen. Ja, also, dann probieren wir das erstmal. Ich habe natürlich schon selbstverständlich ein Feuerwehr-Bricksville-Fahrzeug mir rausgesucht. Das ist ein Scania Harlev. Eieiei. Ist aber auch ein Fahrzeug der schnellen Sorte, ne? Hat natürlich auch Blaulicht installiert, wie man dann sehen kann. Der Teil ist sehr, sehr schnell unterwegs. Und da hat natürlich auch ein Horn. Hat Blaulicht, hat ein Heckwarnsystem, hat einen Warnblinker, hat ganz normales Licht. Also wirklich sehr viele Funktionen. So, dann stellen wir das mal so irgendwie rein, dass hier nichts kaputt geht. Gucken, ob wir das hinbekommen. Na, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Weil man muss auch aufpassen mit dieser Physik, ne? In Brick Riggs, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Da kann man auch sehr schnell irgendwie mal unglücklicherweise hängen bleiben. Guck mal, so wie ich hier gerade. Und dann kann man sich sehr schnell auch, ach, das habe ich mir gedacht, man kann sich auch sehr schnell hier die Fahrzeuge kaputt machen. Hier, Leute, wo ich gerade vom Teufel rede, ich habe mir anscheinend gerade die Reifen irgendwie zerschellt. Mist, die habe ich kaputt gemacht, ich fasse es nicht. Gut, ja, dann holen wir uns gleich mal ein nächstes Auto, würde ich sagen, ne? Wir haben ja so viele Auswahlmöglichkeiten hier an Fahrzeugen, die ich benutzen kann. Nehmen wir noch ein Harlev, haben wir ja, das haben wir. Ein TLR 4000 würde ich gerne noch nehmen. Das wäre wirklich richtig cool. Oder ein LF. Ne, wir nehmen erstmal das TLF. Das finde ich richtig nice. Das sieht richtig cool aus. Also HLF, TLF. Genau. So, warte mal. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Exit. Ich habe sozusagen zwei Fahrzeuge schon, weil, ne, die Feuerwache zählt dazu und halt der Scania. Also den kann ich auf jeden Fall total vergessen. Ja, da fehlen auf jeden Fall Reifen am Fahrzeug. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz nochmal rein. Ich finde das auch viel, viel besser. Wir müssen die Wache jetzt auch nicht voll bekommen.
Ich wollte sowieso ein bzw. zwei Fahrzeuge nur haben. Aber mit diesem Fahrzeug komme ich da, glaube ich, überhaupt nicht weit. Dann gehe ich mal ganz kurz in die Einstellung. Ich scrabble das Ganze mal ganz kurz, dass wir jetzt hier ein anderes Fahrzeug holen können. Also ich kriege die heute nicht voll, weil ich jetzt nur zwei Fahrzeuge ausgewählt habe, die ich hier kaufen kann. Mehr geht jetzt gerade nicht. Das kann man natürlich auch mal wieder umstellen. Aber ich wollte heute einfach die Feuerwache nicht voll bekommen. Ich wollte jetzt auch nicht komplett alles hier zustellen mit Feuerwehrfahrzeugen. Ich nehme jetzt einfach mal ein schönes Fahrzeug. Wir gucken mal ganz kurz. Es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen, Mensch, die man hier zeigen kann. Und die sehen halt alle mega, mega cool aus. Zum Teil sind das wirklich richtig erstklassige Fahrzeuge, die hier gebaut wurden von den ganzen, wie soll man sagen, Bauarbeitern. Ist ja in diesem Sinne wirklich ein Blockspiel, ne? Kann man ja so sagen. Das finde ich auch cool, das HLF 20. Das hat auf jeden Fall was. Ich glaube, das nehmen wir auch gleich mal. So, guck mal. Hier ist es nämlich auch sehr interessant zu sehen. Oh, warte mal, das haut gerade ab. Ich muss mal kurz die Handbremse anziehen, nicht, dass wir jetzt hier wegfahren komplett. Ist gebraked jetzt? Nö. Okay. Die Handbremse will nicht reingehen. Doch, jetzt da drin. Jetzt dürfte das ganze Teil hier nicht mal wegrollen. Ne, was ich richtig cool finde und interessant natürlich auch, man kann hier auch die Gerätefächer öffnen. Das ist eigentlich das, was ich heute direkt im Video zeigen wollte. Da kann man auch die Haspeln bedienen und so weiter. Man kann hier alle Gerätefächer öffnen. Die Tür geht, glaube ich, nicht auf. Man kann sich höchstens hier reinsetzen. Das ist mega, ne? Und dann hat man auch verschiedenste Sachen drin, über Notstromer, Unfallkiste, Notfallrucksäcke. Dann haben wir hier einen Schnellangriff, beziehungsweise ist das eigentlich nur ein Haken, den man bedienen kann. Guck mal. Den kann man in die Hand nehmen. Warte mal. Seil ausfahren. Wartet mal. Zünden? Nee. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendwas rausgenommen, so wie es aussah. Ach, hier ist er ja. Schere, Spreiz haben wir auch noch. Ist ja ein HLF, ne? Also können wir damit auch schön was anrichten. Also man kann das hier ankuppeln zum Beispiel. Passt mal auf, Leute. Und dann steige ich mal ganz kurz ein. Ins Fahrzeug natürlich. Blaulicht haben wir auch an, wie man hier sehen kann. Innenraumbeleuchtung gibt es auch noch. So. Dann fahren wir mal ganz kurz. Ah, okay. Also hiermit kann man wirklich sehr viel anrichten mit diesen Haken. Eieiei. So, aufheben. Was wollen wir als nächstes rausreißen? Können wir hier einmal rumgehen? So, geht das? Denn das ist nicht möglich, ne? Ja, dann gehen wir ganz kurz mal hinten hin oder so. Kuppeln einfach mal das an das Fenster ran. Weil wir können eigentlich so gesehen mit dem Fahrzeug auch alle möglichen Sachen einfach kaputt machen. Also haben wir sozusagen einen Feuerwehreinsatz in der Feuerwache. So, hier passiert auf jeden Fall nichts. Auch oben ist gerade was kaputt gegangen auf dem Fahrzeug. Ich glaube, wir schieben damit bloß die Feuerwache weg. Gut, also ich wollte bloß mal ganz kurz demonstrieren, dass das halt möglich ist, dass man hier eine Seilwinde hat, die man überall anbringen kann. Beziehungsweise ist es ja ein hydraulisches Rettungsgerät gewesen gerade, ne? Ist ja nichts anderes in diesem Sinne. So, dann können wir auch hier erstmal wieder das alles switchen. Ich finde den Sound auch mega, ne? So richtig mechanisch hört sich das an. Im echten Leben macht das so ganz, ganz anders, aber hier, ja, ist halt mal was ganz Besonderes. So. Ich wollte gerne mal auf die Fahrerseite. Denn ich wollte mal ganz kurz gucken, wie schnell ich mit dem Fahrzeug fahren kann. Weil das ja auch ein Fahrzeug ist der schnellen Sorte. Was kann man hier machen? Können wir da irgendwas einschalten? Oder was ist denn das hier? Ach, Rennen starten. Ach, cool. BR Racing. Alles klar. So, dann fahren wir am besten einmal durch. So, und dann drehen wir hier mal ganz kurz um. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich glaube, das klappt gar nicht, oder? Ich glaube, da fahre ich mir meine Karre kaputt. Nee, also. Bei aller Liebe, ich glaube, das so klappt so jetzt nicht.
So. Eigentlich finde ich es auch besser, gerade bei diesem Gerätehaus, wenn man hier die einzelnen Sachen wegnimmt. Dass man einfach hier mehr Platz hat. Ich weiß, die Dinger dienen natürlich der Statik und so weiter, dass hier nichts zusammenbricht. Aber so wäre es natürlich viel, viel besser. Ne? Dann hat man halt mehr Stellmöglichkeiten, hat man mehr Platz dazwischen. So, hier kann man natürlich dann alles auch kaputt fahren. Aber so würde ich natürlich richtig gut reinpassen. So. So würde das doch schon einigermaßen gut aussehen, oder? Wenn das Fahrzeug so drinstehen würde. Also ohne, dass es jetzt kaputt ist. Das müsst ihr euch jetzt ganz vorstellen. Aber so wäre die Feuerwache halt mega, mega cool. Und dann könnte man halt da weitere Fahrzeuge reinstellen. Und dann hätte man zum Beispiel hier ein schönes Gerätehaus, mit dem man dann durchaus auch Einsätze fahren kann. Und dann würde das alles auch Sinn machen irgendwie. Aber für dieses Video sollte es erstmal reichen. Also ich wollte euch erstmal ein bisschen was vorstellen, das was alles möglich ist in Brick Rigs. Und vielleicht kann man ja in den nächsten Folgen wieder ein paar Einsätze machen. Mal gucken, ob man das gut gestalten kann. Ihr könnt mir gerne mal Einsatzideen in die Kommentare schreiben, falls ihr gerne möchtet, liebe Freunde. Lasst mir es gerne wissen. Haut mir alles Mögliche in die Kommentare und dann schauen wir mal, was wir dann in den nächsten Folgen so veranstalten können hier in Brick Rigs. Also, bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns, liebe Freunde. Bis dahin, ciao.